Knapp 400 Zuschauer nahmen in Wolf Arena sahen am Samstag gegen die München Howdy Soibel seinen Auftakt nach Maß. Das Auftakt-Inning sehen wir hier Lukas Jahn mit dem ersten Hit des Spiels. Und dann geht's über die Homeplate zum 1:0. Doch die Gäste, sie kämpften sich zurück. Ein Sacrifice Fly von Mitch Steffen ließ die Haarer sogar mit 2:1 in Führung gehen in dieser Partie. Allerdings muss man auch sagen, es blieb nicht lange so. Chris Zürzelmeier erobert die Führung durch Two-Run-Batted-In-Doubles zurück zum 3:2 für die Buchbinder Legionäre Regensburg. Und die wollten natürlich jetzt die Revanche für Freitag, als sie in H noch den Kürzeren gezogen haben. Und dann der große Auftritt von Marcel Jimenez. Der trifft das Ding da optimal und haut die Kugel aus dem Stadion raus. Und das ist, na klar, sein ganz persönlicher Home Run. Und da reicht es, wenn er ganz gemütlich nach Hause joggt. Ja, und das ist so wichtig für die Regensburger, denn die Saison bisher nicht so souverän, wie man das vielleicht aus früheren Zeiten kennt. Momentan spiele ich nur für ein Spiel zu Spiel, dass wir wirklich da schauen, dass wir drauf aufbauen und nicht immer so Auf- und Abkurve machen. Also schauen immer, dass wir uns steigern und wenn wir dann am Ende als Tabellenführer dastehen, ist natürlich gut. Und das tun sie auch, weil Jimenez höchstpersönlich für den Endstand zum 12:2 sorgt. Und wegen der 10-Run-Rule ist die Partie dann auch vorzeitig beendet. Für die Legionäre geht es am Samstag schon in Bad Homburg weiter.